Jo, yeah, und willkommen zurück zu der Herr der Ringe. Die Schlacht beginnt. Heute gucken wir auf Kapitel 13, Überfall auf die Ostlinge im Roten Buch der Westmark. Und hier gibt es etwas ganz Wichtiges zu beachten, was ich euch gleich weiter vorstellen werde. Die von Faramir angeführten Waldläufer von Ithilien greifen die Verstärkung der Ostlinge an, die auf dem Weg nach Mordor sind. Für den Abschluss gibt es 100 Edelsteine, 2 schwarze Tinkturen aus Numenor für diese Saurons Mund unter anderem und dem anderen, keine Ahnung wer das ist, und 200 Ausrüstungsfragmente, und dann wollen wir doch loslegen. Als Frodo und Sam Ithilien, das Gebiet zwischen Gondor und Mordor, erreichen, sehen sie, wie Faramir, der Hauptmann der Waldläufer von Ithilien und Sohn von Denethor II., dem Truchsess von Gondor, einen Hinterhalt auf die Verstärkung der Ostlinge anführt, welche zum Schwarzen Tor von Mordor marschiert. 260.000 Ressourcen gibt es, sowie ein paar der Beschleuniger hier. Und ja, was wir hier machen, ist es, mit den 5.000ern erstmal loszuziehen. Alles gut. Soweit. By the way, ich spiele über BlueSex. Das Ganze ganz easy auf dem PC. Wenn man mit dem Link oben in der Beschreibung kann man das Ganze runterladen und installieren und dann eben auf dem PC genießen oder Laptop. Und das Ganze ist kostenlos und auch sicher. Ich mache es ja schließlich selbst und kann es euch auf jeden Fall empfehlen. BlueSex ist da sehr zuverlässig. Also, bis hier vorne ist es gleich so klar. Und lasst euch hier nicht irritieren, wo ihr lang geht. Es gibt da nur eine Möglichkeit. Wirklich, es gibt nur einen Weg, den ihr gehen könnt. Ich habe es ausprobiert, bestimmt 5-6 Mal. Und ihr scheitert jedes Mal, wenn ihr versucht, die Umakil hier zu besiegen. Die plätten entweder euren ganzen 5000er Trupp oder euren ganzen zweiten Trupp hier. Es geht nicht, außer ihr habt irgendwie RNG auf eurer Seite und haut nur Crits raus oder so. Geht nicht, ihr müsst oben lang. So. Hier haben wir nämlich nur solche Hellebardier. So. Das ist auch okay soweit. Das ist geplant, bis zum vorletzten kommen wir. Dann nehmen wir unseren zweiten Faramir, dass es von ihm zwei gibt. Und machen dann den Rest. So. Haben noch recht viele übrig, 2, 4 und 2, 6. Wenn wir hier den Weg gegangen wären, dann hätten wir 1500 und 1700 ungefähr übrig, und das wäre nicht genug, um die Streitwagen bei Maltöks Armee zu besiegen. Keine Chance, egal wie ihr es hier unten rum macht, es geht nicht. Ich habe es gemacht, dass ich erst mit den 5000er losgezogen bin, dann mit denen hier, dann bis hier vorne und dann den vollen Kommandanten ausgewechselt. Es geht nicht. So. Okay, und der Kampf ist besiegt. Mit diesem erfolgreichen Angriff auf Mordors Verstärkung versetzt Faramir Saurons Machenschaften einen herben Schlag und verschafft der Weißen Stadt ein wenig Zeit. Sehr gut. Und damit haben wir diesen Spaß hier erledigt. Seine Szene ist recht häufig in den Memes genutzt. Ganz interessant. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, schreibt einen Kommentar. Wenn nein, schreibt trotzdem einen Kommentar. Und wenn es euch wirklich geholfen hat, dann lasst doch auch einen Daumen da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich lade noch mehr von diesen ganzen Videos hoch, dann abonniert doch und ihr werdet benachrichtigt. Vor allem die Glocke aktivieren. Das bringt's. Und ja, ich habe eine kleine Herr der Ringe Playlist, wo ihr noch mehr erfahrt. Wie zum Beispiel ein paar Anfängertipps und wie man das Game installiert. Dazu habe ich auch ein Video. Oder auch einfach Tutorials über Festungen, übers Umsiedeln und mehrere, die noch kommen werden, sowie auch ganz einfaches Entertainment.
Matronpacks öffnen und Season Pass und Saison-Infos. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, ab in die Kommentare, Leute. Oder kommt auf den Discord und schreibt es mir direkt. Ja, das war's mit Kapitel 13. Da sind wahrscheinlich so einige hängen geblieben, wenn man in der Mitte das Ganze versucht hat. Aber jetzt wissen es alle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Kommentiert, abonniert und ciao.